Vor mehr als 3 Jahren erschien A Plague Tale: Innocence, ein Spiel aus dem Hause Asobo Studio, das sich in Windeseile zum Geheimtipp des Jahres mauserte. Grafisch wunderschön erlebten wir das Abenteuer der Geschwister Amicia und Hugo, die im 14. Jahrhundert in Frankreich vor der Inquisition fliehen. Der Großinquisitor Vitalis will nämlich das Blut von Hugo, denn in ihm schlummert eine außergewöhnliche Macht. Was wie ein Historiendrama anmutet, bekam so eine mysteriöse und übernatürliche Facette. Mit Teil 2 namens A Plague Tale: Requiem soll die Geschichte nun weitergehen. Ich konnte bereits ein paar Abschnitte des Spiels anzocken. Can we have a swing in our next home? We'll find one with trees around it. Was nach den ersten Metern im Spiel gleich auffällt, auch Teil 2 ist grafisch eine absolute Wucht. Wenn wir aus dem Wald heraustreten und dann mit der wunderschönen Blumenwiese konfrontiert werden, wo sich die Halme im Wind wiegen und diverse Insekten durch die Luft schwirren, dann spürt man förmlich die Sonnenstrahlen auf der eigenen Haut. Es ist aber nicht nur die Umgebung. Auch das Material der Kleidung sieht in Großaufnahmen und Zwischensequenzen einfach nur fantastisch aus. Das ist ganz großes technisches Kino. Natürlich wird diese grandiose Grafik durch fehlende Bewegungsfreiheit erkauft. A Plague Tale: Requiem wird wie sein Vorgänger kein Open-World-Spiel sein, sondern euch relativ linear durch diverse Areale und eben die Story führen. Es gibt zwar immer wieder mal Arenen, in denen ihr etwas Spielraum habt, um Gegnern auszuweichen oder diese auszuschalten, aber das ändert nichts an der grundsätzlichen Linearität des Spiels. Das soll keine negative Kritik sein, sondern lediglich eine Feststellung. Nicht jeder Titel muss eine offene Welt bieten oder wird dadurch automatisch besser. Schon anhand von Teil 1 hat man gut gesehen, dass die Linearität für die Art von Spiel, die A Plague Tale sein will, gut funktioniert. Grafisch wird also abermals abgeliefert. Doch wie sieht es da spielerisch aus? Teil 1 bot ein Sammelsurium an Schleichpassagen, Kämpfen in Arenen, in denen wir eigentlich eher immer der Underdog waren, und dann natürlich noch die ominösen Ratten. Die Plage, die das Land heimsucht und der wir nur Herr werden können, wenn wir uns in einem schützenden Lichtkreis befinden. Unterbrochen sehr oft durch kleinere Zwischensequenzen und reine Laufpassagen, in denen unsere Helden miteinander sprachen und mit ihrer Umwelt konfrontiert wurden. Auch bei Teil 2, dessen Story sich darum dreht, zu einer Insel zu reisen, um dort ein Heilmittel für Hugos Blutkrankheit zu finden, scheint man dieser Formel treu zu bleiben. Am Anfang meiner Zock-Session, die in der Mitte des Spiels ansetzt, begleiten wir auch erstmal Amicia und Hugo und machen dabei relativ wenig. Es dauert gut und gerne 10 Minuten, bis wir wirklich spielerisch aktiv werden. Eine Portion Walking Simulator wird also auch hier wieder am Start sein. Die erste so richtige Spielsituation, mit der ich konfrontiert werde, ist eine Schleichpassage, nachdem wir uns in eine Art Höhle retten. Mehrere Gegner patrouillieren hier einen größeren Bereich, in dem mir hauptsächlich große Säulen Deckung bieten. Das, was ihr hier seht, ist uns zugeschicktes Videomaterial vom Publisher. Und sieht man sich das an, läuft alles auch reibungslos ab. Das, was ihr hier seht, ist im Endeffekt das optimale Spielerlebnis, wo alles wirkt, als würde es wie am Schnürchen laufen. Dank der Fähigkeit von Hugo können wir kurz Gegner durch Wände sehen und entsprechend agieren. Und schaffen so auch den Weg aus diesem ersten Raum zur Tür, die uns dann zum nächsten Abschnitt bringt. Aber auf der Gamescom hatte ich ein durchaus anderes Erlebnis. Hier wurde ich mehrere Male erwischt. Großartig wehren kann man sich nicht und dann heißt es beim zweiten Treffer Game Over und man muss die Stelle von vorne anfangen. Ähnlich verhielt es sich mit einer Stelle etwas später. Hier befinden wir uns in einem Areal im Freien. Mehrere Wände und hohes Gras schützen mich hier vor den gefährlichen Blicken der umherstreifenden Wachen. Auch hier sieht man wieder, wie alles optimal ablaufen kann. Wir gehen in Deckung, schleichen uns an eine Wache und schalten diese aus und nutzen dann die Umgebung bzw. einen Ölfleck, um mit einem selbst gecrafteten Feuergeschoss einen weiteren Feind auszuschalten. Und dann nehmen wir es noch mit ein paar weiteren Schergen auf. Das sieht auf jeden Fall super aus, wenn es optimal läuft. Aber das ist halt meist nur der Fall, wenn man alle Gegebenheiten genau im Blick hat
und die Situation genau kennt. Bei mir lief das alles auch nicht so reibungslos ab. Jetzt kann man natürlich sagen, dass mir da der Skill fehlt, aber ich habe das Gefühl, dass wenn ein Zahnrad im Plan nicht ganz genau so greift, wie man sich das gedacht hat, kann es sehr schnell den Bach runtergehen. Genau dieses Problem hatte ich auch immer wieder mal bei Teil 1. Wie gesagt, es ist nicht ganz Trial and Error, aber das Spielprinzip birgt durchaus Frustpotenzial, was ungeduldige Naturen abschrecken könnte. Come on, one last effort. Mehr in den Vordergrund des Spiels rücken bei Teil 2 nun auch die übernatürlichen Fähigkeiten von Hugo. Die Ratten spielen natürlich auch in der Fortsetzung eine Rolle. Und immer wieder müssen wir dafür sorgen, dass wir ihnen gefahrlos entkommen, indem wir Objekte in Brand setzen, hellleuchtende Blitzbomben werfen oder eine Fackel als Begleitschutz mitnehmen. Aber an manchen Stellen kann Hugo auch selbst einen Rattenschwarm kontrollieren. Dann huschen wir mit der Masse an Nagetieren über das Schlachtfeld und stürzen uns auf recht hilflose Feinde. Zumindest, wenn sie keine Fackeln mit sich herumtragen. Gerade hier bin ich gespannt, wie dieses Feature dann noch im Spiel eingesetzt wird. Ich war damals ziemlich begeistert von A Plague Tale: Innocence, aber das auch mehr wegen dem Gesamtpaket aus Grafik, Charakteren und der Story. Die Verbindung von Hugo und Amicia war für mich das tragende Element des Spiels. Die Spielmechanik konnte mit der erzählerischen Qualität nicht mithalten und war, wenn man so will, der Schwachpunkt des Spiels. Gerade hier hatte ich mir erhofft, dass der Nachfolger große Sprünge nach vorne macht. Bis jetzt sieht aber vieles danach aus, als würde man an genau der spielerischen Formel festhalten. Das ist nicht unbedingt schlecht, wenn die Story, die hier erzählt wird, ebenfalls so packend ist und die Charaktere so gut miteinander harmonieren wie beim Vorgänger. Es ist aber bis jetzt leider nur wenig überraschend. Fine, we can be friends if that helps. Let's try. But you'll end up wanting to kill me too.